Jedenfalls werde ich angerufen, weil eine Familie mit ihrer Katze umziehen möchte. Das ist grundsätzlich nicht so einfach mit Katzen. Also Katzen sind natürlich sehr familienbezogene Tiere, aber auch ganz, ganz stark auf ihr Revier. Bei Freigängern wird es noch mal etwas schwieriger, weil die Katze ja wirklich ihr definiertes Revier auch draußen hat und drinnen und es maßgeblich an ihrem Wohlbefinden beteiligt ist, dass dieses Revier ihres ist und auch unverändert. Jetzt lässt sich ein Umzug aber oftmals, ja, lässt sich einfach nicht vermeiden. Wenn der ansteht, steht der an, dann muss die Katze mit, die kann ja nicht da bleiben. Da gibt es verschiedene Tipps, um es einer Katze möglichst angenehm zu machen. Also grundsätzlich wird sie erstmal auf gut Deutsch die Veränderung scheiße finden. Da kann man nichts machen, da muss sie dann durch, irgendwann wird sie sich auch umgewöhnen. Um es ihr halt so erträglich wie möglich zu machen, ist, sie machen ein Zimmer, reservieren sie wirklich als Katzenzimmer. Da kommt dann ihr Katzenklo rein, da kommt ihr Futter rein, ihre Lieblingsdecke oder Sessel. Jede Katze hat ja so ihre Lieblingssachen, die sollten auch da auf jeden Fall reinkommen. Wenn es möglich ist, ein Raum, der nicht ganz so am Zentrum des Geschehens ist, sprich nicht irgendwo neben der Küche, wo dann noch rumgedübelt werden muss und auch nicht irgendwie der Flur natürlich, weil da ständig Leute rein und raus müssen, sondern wirklich so ein gesonderter Raum. Da bleibt die Katze dann drin und sie machen den ganzen Umzug drumherum. So, und die Katze sollte als letztes umziehen in ein, wenn es irgendwie geht, schon fertig eingerichtetes neues Zuhause. Wenn das nicht geht, wenn da weite Entfernungen zwischen den Umzugsorten liegen, dann können sie halt als allerletztes trotzdem das Katzenzimmer ausräumen, dann die Katze am besten schon in ihre Box packen, dass die möglichst wenig da rumhuscht noch zwischen abgebauten Regalen und sich womöglich erschreckt und dann unter dem Bett sitzt, das auch noch abgebaut werden muss, sondern die Katze erstmal sichern, vielleicht auch schon ins Auto räumen, da kriegt sie dann relativ wenig mit. Sie sollte nicht irgendwo hinten im Umzugswagen mitfahren, sondern wenn möglich mit ihrer Familie. Und dann auch die Katze so lange in ihrer Box lassen, das ist besser, als die wirklich gleich im neuen Zuhause auszusetzen und dann sich selber zu überlassen, sondern sie lassen die Katze in ihrer Box, richten schon mal ein Zimmer, auch wieder ein etwas ruhigeres Zimmer, als Katzenzimmer ein, so schnell wie möglich. Das heißt, ihr schon benutztes Katzenklo kommt da wieder rein. Ihre Futternäpfe, die noch nach ihr riechen, vielleicht ein Möbelstück oder zumindest ein paar Decken, die die Katze kennt und mag, auch schon mal reinlegen. Und dann hinterher stellen sie den Katzenkorb mit Katze da rein, machen die Tür zu und machen die Tür von dem Katzenkörbchen dann auf, dass die Katze selber entscheiden kann, wann sie jetzt in dieses unheimliche neue Gelände rausgeht oder eben auch noch eine Stunde in der Box sitzen bleibt. Da fühlt sie sich ja sicher, die kennt sie. Wenn die Katze sich halbwegs eingelebt hat dann in ihrem neuen Zuhause, also in ihrem neuen Raum, dann kann man halt nach und nach die anderen Räume auch zugänglich machen. Meistens weiß der Katzensitzer ja selber, ob er einen eher scheuen Vertreter hat oder einen ganz neugierigen. Bei den neugierigen, etwas jüngeren Katzen geht es oftmals sehr schnell. Bei den ganz scheuen kann das schon mal wirklich lange dauern, bis sie sich überhaupt aus dem Raum traut. Dann auch nicht frustriert sein und nicht irgendwie sagen, oh Mann, und alles ist schön und die Katze mag das neue Zuhause nicht. Die ist halt einfach nur ein bisschen verstört. Das wird sich in der Regel geben. Wenn es gar nicht geht, gibt es auch hier wieder irgendwelche pflanzlichen oder enzymatischen Medikamente, die der Katze so ein Wohlbefinden eben vermitteln und es ihr so ein bisschen erträglicher machen, wenn es gar nicht gehen will. Freigänger muss man grundsätzlich erstmal drinnen lassen. Man sagt also mindestens 6 Wochen. Ich empfehle eigentlich, wenn es irgendwie geht, 3 Monate. Besonders, wenn sie nur um die Ecke umziehen. Sonst ist das ganz schwierig und der Kater oder die Katze wird unter Umständen immer wieder zu ihrem alten Zuhause zurücklaufen. Wenn sie die ganze Stadt wechseln, dann sagt man, ja, so 6, 8 Wochen Katze drin lassen, dann langsam erstmal mit Begleitung in den Garten, dass sie sich langsam umschauen kann. Ja, und dann kann man auch mit einer Katze relativ entspannt umziehen.